Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, dann wollen wir mal die reizende Assistentin schon ankündigen, auch wenn sie noch nicht im Spiel ist. Ich dachte, ich kann mich anschleichen, wenn ich ins Spiel komme. Nein, darfst du nicht. Darfst du nicht, heute nicht. So, wir haben... Ihr wisst es, wenn ich hier unten stehe, neue Woche und Spielbrettvorstellung. Machen wir erstmal schnell die Woche. Wie gesagt, es haut hier alles nicht so hin, wie es hinhauen soll. Mal kriege ich eine Challenge mehr, mal kriege ich keine mehr. Wie gesagt, am liebsten, ich würde das neu auswürfeln, erstmal boykottieren. Jetzt läuft nämlich gar nichts mehr. Mal gucken, was wir noch übrig haben, was nicht gleich mit Haken spawnt. Wir haben heute verwehrte Schrott, um Blei herzustellen. Goldsternchen. Schieße mit deiner Kamera ein Foto eines Schnalligasters. Schließe eine tägliche Operation in einem öffentlichen Team ab. Töte Kreaturen mit der kalten Schulter. Töte eine Kreatur, während du mit von harter Limonade berauscht bist. Verwehrte Schrott, um Kork herzustellen. So, in den wöchentlichen. Auch da fehlen schon welche. Also, wie gesagt, das läuft alles richtig gut. Schließe Goldstern-Challenge ab dreimal, baue Geschütztürme oder Fallen in einer Werkstatt oder in einem Camp 10-mal, also mal was Neues, sammle Stimpacks oder Camps 20-mal, okay, schieße ein Foto von Monster von Grafton, schließe ein Event im Waldregion ab, schließe eine Daily Ops 5-mal ab, töte Kreaturen mit der kalten Schulter, töte einen mutierten Gegner und naja, wiederholbar ist halt wiederholbar. So, dann gehen wir auch gleich weiter ein in das Spielbrett, denn wir haben jetzt schon wieder die nächsten 10, das heißt von 21 bis 30 gehen wir jetzt einmal kurz durch. Das heißt, wir haben hier einmal wunderschön mit dem Start 1000 Kronkorken und 100 Goldbarren für Förstler, dann haben wir Trophäe Grafton Monster Arm. Dann kommen wir schon zur Roboterrüstung Tollkühnes Abenteuer und für die Förstler ein Skillkartenpaket. Dann haben wir hier Spielersymbol Kaugummi. Ich lese das mal nicht vor. Und ich sehe gerade, was ich vergessen habe, was ich mir aber zugewiesen habe. Machen wir gleich anders. Da siehst du, schon wieder was vergessen. So, Bandana, Mundschutz mit Lächeln. Dann haben wir hier einmal Nuka-Cola Twist und Hügel von West Virginia Poster für die Förstler. Dann haben wir der Schussposter. Und dann kommen wir schon zur T51B-Lackierung, Siebschquatsch und drei Banner für Förstler. Dann haben wir hier nochmal 100 legendäre Scheine und zu guter Letzt 150 Atome und einen Rahmen für Fallout Förstler. So, das waren schon mal die Sachen. Jetzt muss ich aber doch nochmal, den Mundschutz müssen wir nochmal zuerst craften. Vergessene Sachen werden jetzt vorgezogen. So, machen wir es einfach so. Müsste bei Kopfbedeckung sein. Mundschutz, ich denke mal, das wäre unter M. Mund. Nee. Okay, mal kurz so durchskippen. Ich habe halt ein bisschen viel mittlerweile über die Zeit angesammelt. Deswegen dauert das ein bisschen. Ich gucke lieber nochmal nach, wo das jetzt genau drunter ist. Lups, wo war das? Der Bandana, Muss unter Kopfbedeckung drunter sein. Aber der Bandana... Ich habe keine Ahnung, wie das Ding jetzt richtig heißt. Oder das ist jetzt nicht unter Kopfbedeckung drunter. Aber noch mal was anderes. Wir hätten jetzt noch unter Outfits, aber unter Outfits ist es nicht drunter. Wir haben halt mittlerweile zu viel. Was ist denn das Bandana drunter? Das müsste doch dann hier drunter sein. Ach hier, gleich als allererstes. Ich habe es zweimal überschachtelt hier. Na gut, dann einmal kurz hergestellt. Und dann machen wir das gleich mit dem Fotomodus zusammen. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier mal kurz in Pose. Zack. So, ich sollte es vielleicht auch noch anziehen. Das wäre vielleicht vom
Vorteil habe ich gehört. So. Dann drehen wir mal die Kamera rum. So, und dann machen wir hier nochmal das Rähmchen. Muss ich das auch erstmal finden. Zum Quest Vault Special. Da müsste unter Special sein. Haben ja nicht nur einen Rahmen zur Verfügung. The Vault ist das auch nicht. Glaube ich nicht, nee. Quests. Nee. Fraktion. Sag mal, wo ist denn der Rahmen? Aufenthaltsort vielleicht? Das ist halt, wenn man ewig suchen muss, weil man nicht nur einen hat. Logos kann das doch gar nicht sein. Jetzt finde ich den... Ist er hier drunter? Ja, hier muss I ist er doch. Ah, ich meine Güte. Das hat ein bisschen gedauert. So, dann machen wir das Menü aus. Ne? So, mit lächelnder Maske und Co. Machen wir hier gleich nochmal ein Foto. Das passt. So, dann haben wir das schon mal einmal durch. Dann werde ich aber trotzdem mein Helmchen wieder einsetzen. Meine Goblin-Maske. So ist nur das Bandana. So, und dann kommen wir mal zu den nächsten Sachen. Und zwar haben wir jetzt hier einmal das kleine Poster von Grafton. Ist an und für sich dasselbe wie auf dem Foto, bloß ohne Text. Also sprich auf dem Heft mit dem Grafton-Monster. Ist halt nur ohne Text. Ja, ist okay. Ist jetzt nichts Atemberaubendes. Sieht aber okay aus. Ich mag das Artwork sowieso. Dann haben wir hier halt nochmal... das Shoot-Poster, ne? Dementsprechend auch wieder mit Lämpchen. Kann man an- und ausmachen. Dann haben wir hier einmal die wunderschönen Krallen. Und da habe ich mir dann halt mal ein bisschen was Kreatives gegönnt. Und habe jetzt einfach mal so einen Brandbestienkönigen-Kopf dazwischen gesetzt, damit das so aussieht, als wenn es aus der Wand kommt. Fand die Idee ganz cool. Passt zwar nicht so ganz, aber hey. Wenn man da nicht so genau hinguckt, sieht das eigentlich ganz cool aus. So, dann haben wir hier natürlich die Roboterrüstung in Tarzan-Style. Diesmal wieder ein bisschen weniger Tarzan, diesmal ein bisschen mehr Tiger gestreift. Ja, ist schon wieder okay. Und dann haben wir natürlich noch die T-51B-Version mit die Sheep-Squatch-Lackierung. Auch die sieht eigentlich ganz okay aus. Haben wir nicht zu beanstanden. Gut, dann bin ich soweit fertig. Wo ist denn das Maus? Ladebildschirm. Im Ladebildschirm. So, wir gehen natürlich heute mit kalter Schulter unterwegs. Das heißt, dementsprechend so gemoddet. Legendäre Perks sind ja immer dieselben. Und auch das Bild ist an und für sich jetzt nicht wirklich was super Alternatives, wo man sagt, möchte man unbedingt haben. Eigentlich bräuchte ich den Abrissexperten. Na doch, ich habe die Gauss-Schrotflinte extra bei. Dann lassen wir den Abrissexperten mal drin. Gut, dann wollen wir mal gucken. Töte Kreaturen mit bla und mache bla und ich mache mal Foto von Schnalligas. Was ist das denn für eine Quest? Ja, das sind die... Das mit bla und bla, was ist denn bla? Bla ist the bla. Verstehst du? Also the bla. The bla ist the bla. Wo ist blo? Und bli? Ja, blo und bli ist ja das, was ich danach mache. Ja, so, dann machen wir erstmal hier ein sneaky Foto. Guck mal, drei Schnalligaster in Reihe und Glied. In der Paarungszeit. Die nicht gezählt haben. Warum nicht? Sollen die doch fotografieren, oder? Oder Schnalligasse. Schieße mit deiner Kamera ein Foto eines Schnalligasters. Was ist denn das? Kein Schnalligasse. Muss ich vielleicht deine Leiche verwenden? Na gut, ist ein Kryptid, also. Dann machen wir es halt so. So, und jetzt, warte kurz. Jetzt hat er sich fotografieren, nuckeln lassen hier. Lass mir was übrig, ich will auch Foto machen. Okay. Er muss aber zu mir porten jetzt.
Weil der ist fast tot. Und der tötet sich selbst gerade. Vielleicht zählt die Leiche mal. Okay. Der hat sich jetzt gerade selbst getötet, weil ich habe, glaube ich, auf der Rüstung hier ein bisschen Frostschaden. Auf irgendein Teil. Ja, ich mache Frostschaden, wenn sie mich im Nahkampf angreifen. Irgendein Teil hatte das mal. Das heißt, ich bin jetzt heute ganz kalt drauf gewesen. Frost, ne? Ja. Und ich habe schon... Die Leiche? Die Leichen liegen hier eigentlich direkt vor der Tür. Ich sehe sie nicht. Ja, dann musst du überschwemmten Betriebshof gehen, Mausmaus. Ja. Ach, da ist nicht gespawnt. Ach, jetzt sind sie gespawnt, ne denn? Und ich habe kein Fotofilm. Ja, dann warte, dann komm noch mal her, meine Kleine. Leg das immer ab, das ist so... Ja, das bist du nicht der Einzige. Da bist du nicht der Einzige. Hier, bitteschön, hast du 11 Filme. Sei denn, man ist mal vorbereitet. So, was wollte ich jetzt noch machen? Hey, harte Limonade, Blei, Schrott und Kork. Ich mach erstmal das mit der Werkstatt. Ich mach erstmal das ganz mit der Werkstatt. Ganz oben ist meins. Was ist oben? Ganz oben ist meins. Was ist denn ganz oben? Hemlock Holz? Ja. Hemlock Holz kannst du gerne behalten. Das stört mich nicht. Ey, Schlingi. Kannst mir doch nicht meinen Behemoth streitig machen hier. Friere ich euch alle ein. Nein! Doch. Na, Behemoth? Schön kalte Schulter, wa? Eiskalt, ich weiß. Oho. Oho. Was ist Oho? Der Bruder hat gerade Albtraum. Okay. Sieht gerade nur im Schlaf. Das ist, glaube ich, kein Albtraum. Der Knochen läuft einfach nur weg. Der soll direkt in den Mund laufen. So. Nehmen wir einmal ein. Wir sollten jetzt Geschütztürme hinstellen. Ja, gut. Dann stellen wir mal Geschütztürme hin. Dann machen wir hier auch gleich richtige Geschütztürme. Ich gönne mir heute mal. Habe ich noch die Blaupause? Weiß ich gar nicht. Blaupause? Die Blaupause? Ich hätte mal so Verteidigungstürmchen gebaut. Ich weiß aber nicht, ob die noch geht. Ja, ich habe noch meinen Verteidigungsturm. Aber der funktioniert auch schon wieder nicht mehr. Doch, er funktioniert noch. Was erzähle ich denn da? Ist nur rot angezeichnet hier. So. Ich denke mal, das dürften genug Geschütze sein. Nee, viel zu wenig. Okay. So, 35 schon. Der neue Begleiter. Mit dem neuen EP-Buff. So, dann haben wir hier noch eine Red-Ratten-Horde. Die schnappe ich mir jetzt auch nochmal, Gaudi. So. Machen wir mal ein bisschen mit der kalten Schulter hin. Wo sitzt dann? Irgendwo da hinten. Warte auf mich, Rattis. Nee, halt, ich muss ja noch erstmal töten hier. Hast du Haken? Was? Hast du harte Limonade? Ich hab harte Limonade. Klar hab ich harte Limonade. Warum sollte ich keine harte Limonade haben? Ist die beste Limonade überhaupt? Ja. Ahü? Auch für mich? Auch für dich? Weiß ich nicht. Ich denk mal. Bestimmt nochmal. Ich kann, darf nicht ins Pitboy gucken. Ich gehe. Buh. So. Harte Limo. Wieso habe ich nur Limo? Ah, harte Limo. Ich habe noch 3 Stück. Ich muss bald wieder ein Limo machen. Das heißt, Aufgabe für den Stream-Dude: Limo machen.
Und zwar die harte. Weil nur die harte kommt in den Garten. Ne, Moss? Ja. Ja. Das hörst du mir selber auch nicht mehr zu, wa? Richtig. Rache ist Jusin oder wie es auch immer heißt. Achso, Blutwurst. Hm. So. Wo soll ich dir denn die Limonade hinbringen? Sweetwater? Im Holz können wir uns treffen, dann können wir auch gleich ein Foto von Grafton Monster machen. Okay. Oh, Mausi denkt super mit. Ja, ich habe denken gelernt. Ich kann das. Mausi denkt mit. Ich kann denken, ja. Mausi ist heute super. Prost, ne? So. Anstoßen mit Kaffee hier. Jetzt habe ich nicht gesehen, was wir gerade haben. Was? Ah, vergessen. Ich habe trotzdem nicht gesehen, was wir gerade haben. Na, ja, lass uns erstmal das Foto machen jetzt. Mit Ausrufezeichen, meine ich. Crafty! Bei so der Hauptweg. Ja, das. Nein, das ist ein Stück. Crafty? Ach, da hinten. Ich muss noch leben. Ja, da hinten. Andere Seite. Der tötet hier schon wieder Kakerlaken freiwillig. Crafty! Hito. Mit der kalten Schulter. Alle rennen sie jetzt nur noch mit kalter Schulter rum. Hey. Warum nicht? Ist wirklich mal eine Waffe, die wirklich Spaß macht. Ja, wollen wir Speisung der Hungrigen dann machen? Dann kriegst du da deine harte Limonade. Aber denk dran, da kommen nur Roboter. Zu Anfang. Scheiße. Danach kommen deine Maulwurfsgeburten. Jetzt ist mir das nicht eingefallen. Und danach kommen Ghule. Ich kann nicht widerstehen, ich muss zur Menschenjagd. Du musst zur Menschenjagd. Ich komm doch gleich. Speisung der Hungrigen. Ja, ich komm doch. Ich komm hier in die Entkommung abholen. Aha. Nein, ich komm gleich. Ich bin nicht. Ich nicht. Aha. Ich höre, das ist wichtig. Ein Gericht, dass man mit den Zutaten der Hälfte der Fabrik Eintopf herstellen kann. Die Maschine macht einen hellen Lärm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebetene Gäste bekommen. Was? Der hat mich gerade zugequatscht. Ich hab dich kaum verstanden. Ja. Du weißt, dass er hier jedes Mal quatscht, wenn man hier nicht sofort ist. Sonst hast du da auch immer alles. Nee. Ja, hab ich. Nee, dann hast du Pech gehabt. Dann höre ich mir dann nachher eine Aufnahme an. Ha! Er findet dich voll Quatsch. Kannst du so eine Aufnahme auch nicht hören? Doch, das kann ich. Ich kann dich einfach separat darstellen. Und mach das Spiel weg. Dann kann ich das. Und Mausi, du stirbst gleich. Ach nee. Ach nee. Okay. Wir haben uns heute lieb. Piep, piep, piep. Ja, du hörst mir nie zu, Leute. Immer sagst du, was hast du gesagt? Ja, was hast du gesagt? So laut hier. Ich hab keinen Bock, meine Sätze zu sprechen. Ich guck mal zu dir auf. Und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffene Bürger haben nicht. Kannst du sagen, ich hab gesagt, ob du mich trotzdem noch lieb hast, hab ich gesagt. Nee. Ich hab dich nie lieb, Mausi. Ich liebe dich. So, was fehlt denn jetzt noch? Eine Charge. Ne, die da oben hatte ich schon. Ach, hier. Die bestimmt wieder. Ja. Oh, jetzt hast du mir beim Sterben die Augen gesehen. Hat's was gebracht? Ja, ich lieb immer. Reparatur dringend erforderlich. Ich hab gerade Wer ist so? Er hat gerade gesagt, ich dir beim Sterben in die Augen sehe. Was die nicht immer alles bei dir machen, da. Greift ihr jetzt das da oben an, oder was? Ne, die greifen die Maulwurfsratten an. Wie cool ist das denn? Die helfen mal. Hm.
trotzdem mal hier euch platt. So. Na komm, nehmen wir nochmal Salz und Zucker mit. Müssen auch Stimpaks oder Cams sammeln. Ja, das passiert nebenbei. Mach ein paar Questen und dann hast du genug. Lassen einen nicht mal in Ruhe hier Kaffee saufen. Warum nicht? Ja, weil sie dann, genau in dem Moment müssen sie spawnen. Ich komm noch schon. Ne, jetzt ist das Event fast vorbei, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Ich muss gar nicht so eingeschnappt werden. Ich bin immer eingeschnappt. Muss hier ganz alleine mal. Ich hoch auf dein Rohr und steck dich drauf. Was? Ich hoch auf dein Rohr und steck dich drauf. Ich hab das schon verstanden, aber wieso soll ich. Ich dachte, du hast wieder nicht zugehört. Nee, das war jetzt eher so ein fassungsloses Was? Das hast du gesagt. Sonst streitet ihr euch doch immer ums Rohr. Wir streiten uns doch nie ums Rohr. Wenn ich dabei bin, habt ihr euch oben ums Rohr gestritten. Ach Quatsch. Und was muss repariert werden? Das Rohr. Siehst du, dein Rohr muss repariert werden. Ja, dann reparier mal mein Rohr. Das machst du soll ich, fein. Soll ich ein Bussi und ein Pflaster drauf machen? Ja, mach mal Bussi und Pflaster drauf, dann ist wieder alles in Ordnung. Ja, nun reparier das Rohr. Erstmal hin. Oh, verdauert das immer so lange bei dir, Maus. Uff, zum Wecker. Ey, das ist nur ein Bussi und ein Pflaster drauf. Du sollst hier kein Mechaniker spielen und da Stahl verklemmern. Pass mal lieber auf dein Rohr auf. Ich passe auf mein Rohr auf hier. Ja, hä? Du bist ganz unten und ich schieße jetzt auf deine Kumpels hier oben. Ja, dann mach die doch mal platt. Gönn dir doch mal was. Du möchtest doch auch Fleisch konserven. Ja. Ach, wir pupsen uns halt wieder richtig schön an, ne? So ist die Hassliebe zwischen uns. Oh, der Hund hat aufgehört zu träumen. Das ist aber nicht gut, wenn er keine Träume mehr hat. Wieso? Nur so. Den hast du nicht verstanden. Nö. So, das meinst du. Mhm. Ah, Groschenfall. Plung. Oh, ich gehört so. Plung. Du bist doch echt doof, ey. So, und du lässt meine Konsole in Ruhe. Leck. Ich frostel dich ein. Machst ihn kalt, ja? Ich mach ihn kalt. Zeig mir die kalte Schulter. Wow, 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 wow. Das hatten wir schon im Stream. Ja, jetzt haben wir es auch noch mal im Let's Play. Ja, ist die Scheiße. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's los. Okay. So, was haben wir dann eigentlich jetzt noch offen? Rauscht, ja, das ist nebenbei. Daily Ops, Blei, Kork. Das ist eigentlich alles, was sich so nebenbei abschließt. Na gut, die Waldregion, das sind ja 10 Stück, das ist ja nicht nur eins. Das könnte ein bisschen schwieriger werden, weil so viel. Ich will reparieren, ich will reparieren. Ja, dann lass mich doch wenigstens die Diagnose durchziehen. Sicherungskasten, seh zu. Geh weg. Geh weg heißt das hier. Das ist mein Zeug. Rohr. Du gehst jetzt wieder zu deinem Rohr. Ja, und setz mich drauf. Mhm. Brütest du denn auch was aus? Ja, 9 Monate kommt dann was, ja. Ah, so. Muss man in der Aufnahmepause mal kurz mich um meinen Monitor kümmern. Wieso, was ist denn mit deinem Monitor? Irgendwie sind die Kabel hinten so verheddert, dass mein Mikrofon ständig das einen großen Bildschirm ein- und ausmacht. Oh Mann. Das stört ein bisschen. Wenn es mal hell, dunkel, hell, dunkel. Ja, mein doch komplett aus. Oder brauchst du ihn jetzt? Ja, ich sehe mir gerne das Bild an.
oh Gott, oh Gott. Die und ihre Desktop-Hintergründe. Ja, hallo, weißt du, wie schnucklig das ist? Ja, ja. Bin ja nicht ich, deswegen ist es schnucklig. Mhm. Von dir darf ich ja sowas nicht machen. Das würde ich dich ja auch mal überall rumzeigen und mit dir angeben. Nee. Bin ich fotogen? Natürlich bist du fotogen. Weißt du, was ich mal für ein Foto von dir hatte, wo du das richtig geilste Lächeln hattest? Alter Schwede, ey. Ey, das Joker-Level war doch nicht das geilste Level ever, ey. Ich sah aus wie Joker. Nee. Doch. Die haben mir Narben gefehlt. Ja, das war das Einzige, was gefehlt hat. Stimmt. Nee, aber da hast du mal richtig schön gelächelt, ja? Mhm. Ich gucke immer wie ein Pferd auf Fotos. Ich mache jetzt wieder auf Streife. Kriege ich jetzt langsam mal meine harte Limonade? Stimmt, da war was. Ah, ich wollte schon weiter. Ich komm zurückgeflogen. Ja, ich habe gerade 6 Sachen im Flug gemacht. Ich fliege gerade weg. So, ach ja, scheiße. Schnell zurück. Aber ich habe halt nicht so viele, ne? Also eine reicht doch. Eine muss reichen. Du bist doch meine Limonadenlieferant. Was für Deutsch? Wir haben heute kein besseres Deutsch. Ich Grammatik nicht gelernt. Was Grammatik? Kann man Grammatik essen? Schmeckt Grammatik lecker? Ja, hab ich mal probiert. Super cool. Da musstest du noch würzen, dann schmeckt das fad. Also, mit was würzt man denn Grammatik? Mit Rechtschreibung. Kein Wunder, dass es mir nicht schmeckt. Ich mag Rechtschreibung nicht. Verlassen Sie bitte umgehend den Bereich. Responder, Einsatz, setzen wir hier mal die harte Limonade rein. Harte Limonade. Also denkt dran, ich mache jetzt Stahlherz und das ist ein Wald-Event, ne? Schön, dass du mich daran erinnerst. Das hab ich jetzt voll überhört. Ja, komm, du hast mich mit dem Graft-Monster dran erinnert, dann kann ich dich doch mal an ein Wald-Event erinnern hier. Warum sollte ich dich nicht dran erinnern? Ich habe zuerst geguckt, ob Grafton Tag ist, dann habe ich mich erinnert, weil ich vorher Hemlock Holz war. Ich bin blöd, ey. Hemlock Holz ist doch auch ein Monster. Wieder ihren normalen Fähigkeiten nachgehen. Feindliches Ziel entdecken. Sicherheitsabstand. Darf ich mich nochmal portieren? Der Responder läuft. Halt dich fest, ich komme. Okay. Nähern Sie sich. Ich friere ein paar Gule ein. Erkennen. Rechtschaffenden Bürgern wird kein Leid geschehen. Bitte melden Sie verdächtige Raider-Aktivitäten. Warum haben wir uns eigentlich so einen süßen Hund zugelegt? Das warst du. Die Raider nicht schlimm. Auf eigene. Das warst du. Mein Herz schmeckt. Außerdem ist sie eine Atomheizung. Atomheizung. Ja, was wie war mir gerade? Atomheizung. Ja? Ja, ich habe schon 15 Camps und Stimpaks. Sie strahlt Wärme ab. Auch noch. Das ist aber ja. Die ungefährliche Art von Strahlung. Das Watz funktioniert heute mal wieder wunderbar. Feindliches Ziel identifiziert. So, weil du ja jetzt nachgespawnt bist, kommen ja jetzt die Gulde von hinten wieder. Aha! Und dann musst du dich auch mal um die Gule kümmern hier. Ja, mach ich doch, ich such doch grad. Ich kann doch keine unsichtbaren Gule erschießen. Doch. Melden Sie sich am Flughafen Morgantown. Erst auf die. Ausnahmsweise. Scanne Responder Notfall Vorratsstandort M1. Alarmsystem entdeckt. Initiiere. Darf ich mal deine Po-Klappe sehen? Interface. Gesichert. Starte Testroutine. Achtung. Sicherheitssysteme sind während des. Die ist schon so alt. Ich glaube nicht mehr, dass die noch gefixt wird. Wieso soll die nicht fixen? Das ist ein gutes Feature. Also, gutes Feature. Ja, das ist voll cool, die Po-Klappe. Wo kommt der denn jetzt hin? Ach, du hast Reichweite. Ich habe Reichweite? Das ist eine Schrotflinte. Das ist komisch, dafür ist das nicht. Ja, die macht auf der Distanz nicht so viel Schaden, aber das sind hier 50er Gule? Ja, aber du triffst es ja wenigstens. Wenn ich jetzt aus der Distanz schieße, dann treffe ich dich. Hä, hey, du hast ja mit dem Kleinen hast ja noch keine Gauss-Schrotflinte. Also. Vorratsraum. Das beste Schrotflinte für Schrotflinten. Bereit.
Ich bin mit dem hier gerade gut zufrieden. Die ist ja auch nicht schlecht. Ich habe die nicht schlecht geredet. Die weiß ich doch. Aber für Schaden und ähnliches ist die Gauss-Schrotflinte immer noch die dickste Schrotflinte. Ich war sogar schon überlegen, meine anderen Schrotflinten abzulegen, weil die im Gegensatz zur kalten Schulter scheiße sind. Okay. Weil die machen mal Schaden. Machen die anderen keinen Schaden? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die keinen Schaden machen. Ich weiß nicht. Entweder ist es jetzt nur so ein Irrglaube von mir oder ich bin einfach nur schlecht im Spiel. Was, du hattest jetzt Kampfschrotflinte. Was hast du noch? An Schrotflinten? Kampfflinte und Pfeffer. Pfeffer geht ja aber. Aber Kampfi. Ich wollte gerade sagen, Pfefferstreuer macht keinen Schaden. Der hat doch Schrotflinte sowie. Ne? Bitte Heavy, also sprich, der müsste ja trotzdem funktionieren. Den könnte man ja sogar noch übertreiben mit beiden. Das Einzige, was halt Schrotflint nicht haben, ist Fernkampf. Du verlierst halt viel zu viel Reichweite relativ schnell. Den wollte ich mich gerade kümmern. Ist so. Ja komm, ich nehme dann auch die kalte Schulter. Dann habe ich genauso viel Reichweite wie du. Also gar keine. Genau. Scanne Responder Notfallvorratsstandort M2. Ja, 19. System entdeckt. Initiiere. Auch nicht mehr viele Camps. Die Drogengule schlagen wieder zu. Und da bin ich fertig. Interface gesichert. Starte Testroutine. Ja, ich habe die Drogengule gelootet. Sicherheitssysteme sind während des Tests offline. Bitte. Spielst du die kalte Schulter mit Watz oder ohne? Einheit mit Watz, wieso? Beschädigt. Ja, brauch nur. Ich hab auch schon überlegt, bei Schrotflinte auf Nicht-Watz umzusteigen. Warum? Weil ich das nützlicher finde, dass ich sie verkrüppeln kann, weil ich dann besser überlebe. Da musst du mal auf die Beine watzen. Naja. Weil es ist bei manchen Gegnern recht nützlich, wenn ich dann zuerst auf die Beine schieße. Weil ich doch so schon platze. Wenn jetzt ein Ghoul auch noch verkrüppelt ist, dann sieht das ungefähr so aus. Jetzt sind sie erschossen. Ich hab's aber gesehen. Identifikationsmarkierung. Ja, aber ich meine für große Gegner. Ja, für große Gegner ist es auf jeden Fall hilfreich. Wie gesagt, was macht jetzt die kalte Schulter? Die macht jetzt 237 bei mir mit 136 Kälte. Und die Gauss-Schrotflinte, die ich jetzt zum Beispiel habe, die macht halt 662. Und das ist halt schon ein hager Unterschied, was der Damage angeht. Ne? Deswegen macht sie halt auch fast größerlich als One-Hit, wenn es in die Nähe kommt. Ja. Aber die kalte Schulter ist ja auch nicht dazu gedacht, um jetzt alles zu one-shotten. Sie macht zwar okayen Schaden, aber wie gesagt, das, was Lage sie halt ausmacht, ist eigentlich das Einfrieren. Und das ist eigentlich auch sogar relativ stark, weil es sind ja gleich 8 mit einer Patrone. Go, Mausi, go! Sind alles Zombies! Notfallvorrat, Standort M3. Alarmsystem entdeckt. Initiiere Ferninterface. Aber mit der kalten Schulter spiele ich lieber auf Torso schießen. Um mehr Watt zu haben, ja. Sicherheitssystem. Ja, mein Gott, wenn der erste Schuss trifft, friert er ein. Okay, bei den 50ern reicht das sogar hier. Ne? Der zweite zum Töten bringt, aber. Bist du heute nervös, Mausi? Du rennst hier heute schon die ganze Zeit so hin und her, so. Ich guck einfach nur, wo die Gegner kommen. Da kommen sie doch schon. Los, Mausi, Attacke! Da kommen noch mehr! Ja, jetzt drehen die um. Andere Seite. Ah, das war die Ablenkung. Aha, das war geplant. Ja, ja, ja. Beginne Wartung. Bei Standort Identifikationsmarkierung. So. Hast du gesehen, das war ein perfider Plan von denen? Ja, natürlich. Die haben sich verschworen gegen dich. Ich
Nur gegen die. Weil den Dicken im Busch, der beobachtet sie immer nur. Das wäre echt mies, weißt du, du stellst dich direkt vor denen, beobachtest die, laufen an dir vorbei, um nur mich zu killen. Die haben Hass auf dich, Mausi. Ich bin nur der arme Dude mit der Schrotflinte. Ich bin nur der arme Dude mit der Schrotflinte. Oh. Ich spiele hier deinen Sohnemann. Ich weiß, aber der arme Dude mit der Schrotflinte. Hier sind noch mal ein paar... Mein Spitzname, der arme Dude mit der Schrotflinte. Ja, der arme Dude mit der anderen Schrotflinte, der muss mal hier helfen. Da kommen noch Ghule. Wollt nicht immer ins Gesicht, Mann, das tut doch weh. Aber dein Gesicht ist hübsch. Ja, noch. Noch. Alter, jetzt haben wir so lange gebraucht, jetzt ist schon geleitete Meditation. Routine abgeschlossen. Ladezustand niedrig. Kehre in den Standby-Modus. Zurück. Reflektiert out. Okay. Na denn, würde ich sagen, machen wir hier jetzt aber an dieser Stelle erstmal einen Schnellcut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn. Tschüssi.